Jetzt bei Ihrem Dacia-Händler Erla GmbH. Der neue Dacia Duster, Deutschlands günstigster SUV. Den müssen Sie kennenlernen. In zahlreichen Motorisierungen und Ausstattungen, die zu Ihnen passen. Rallye-Pilot Sepp Wiegand hat ihn getestet. Sogar ein steiler Skihang ist für den Duster kein Problem. Echte Offroad-Qualitäten und ein unverwüstliches Fahrwerk. Der macht einfach Lust auf Abenteuer. Entdecken Sie den neuen Dacia Duster jetzt bei der Erla GmbH in Oelsnitz-Erzgebirge und Eibenstock. Mit diesen Themen bringt ERZ-TV Kompakt Farbe ins Spiel. Schwarzer Punkt, Briefmarken in Nachkriegszeit. Weiße Pracht, Wintersportausklang in Karlsfeld. Und grüne Lunge, Interessantes zum Tag des Waldes. Glück auf, schön, dass Sie bei uns sind. Auch wenn wir es draußen nicht so recht merken, heute soll Frühlingsanfang sein. Oder, um mal meinem Ruf als Witzereißer gerecht zu werden, es ist auch Tag der Beamten. Jawohl, der Winterschlaf hört auf, die Frühjahrsmüdigkeit fängt an. Ich weiß, es ist eher ungerecht, denn mit Blick auf Polizei oder Feuerwehren kann man von Müdigkeit nun wirklich nicht sprechen. Darum beschränken wir uns auch mal auf den Fakt des Frühlingsbeginns. Kalendarisch gesehen ist heute damit auch Tag und Nacht gleiche. Und dann wird jeder Tag wieder Stück für Stück etwas länger als die Nacht. Freuen wir uns also drauf, denn irgendwann wird auch diese sibirische Kälte momentan ein Ende haben. Ganz und gar nicht verschlafen dürfen die Briefmarkensammler sein. Um die geht's jetzt in unserem ersten Beitrag. Denn die kleinen Kunstwerke ihrer Sammelleidenschaft sind empfindlich, sind klein und oftmals schwer zu bekommen. Insbesondere dann, wenn man nach ganz bestimmten Arten oder Motiven sucht. Gerald Nützel mit gezackten Schönheiten und sächsischen Schwärzungen. Einmal im Jahr führen die Mitglieder des Meinersdorfer Briefmarkensammlervereins Zwönitztal 1995 eine Schau mit angeschlossener Tauschbörse durch. Dazu treffen sich die neuen Mitglieder im Meinersdorfer Vereinshaus, um hier gemeinsam ihr facettenreiches Hobby vorzustellen. Beim Sammeln von Briefmarken und Ansichtskarten sind die Themengebiete sehr weitreichend und ebenso vielseitig. Neben Eisenbahn und Segelschiff findet der interessierte Sammler auch Märchenhaftes und Tierisches in den Alben der Sammler. Und man kann eine Zeitreise starten und die Geschichte Revue passieren lassen. In der Ausstellung fanden sich auch Briefmarkenausgaben fremder Länder wieder. Eine Seltenheit unter diesen war die erste Markenausgabe des Malteserordens von 1966. Kaum bekannt und heute bei Sammlern sehr gefragt sind sächsische Schwärzungen. Einer, der sich diesem Sammelgebiet angenommen hat, ist Johannes Weißbach. Durch die Wirren der unmittelbaren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben auch postgeschichtlich zahlreiche provisorische Notmaßnahmen stattgefunden. Eine davon waren die sächsischen Schwärzungen, eine Praxis, die bei einer Sitzung am 9. Mai 1945 festgelegt wurde. Alte Morgen des Deutschen Reiches mit Hitlerkopf, diesen Kopf bzw. Hakenkreuz und so weiter unkenntlich zu machen. Und dadurch entstand halt diese sächsische Schwärzung. Wie lange waren die dann noch im Umlauf? Die waren an sich im Umlauf bis August noch, wurden sie noch geduldet. Normalerweise war Anfang August Schluss. Ja. Von da ab gab es dann schon neue Morgen. Es wurde ja in jedem Ort oder in jeder Stadt die Schwärzung anders gehandhabt. Teilweise haben welche privat hier mit Korkstempel oder Fingerabdruck das, den Kopf halt unkenntlich gemacht auf den Morgen. Oder aber Schwarzenberg speziell mit der Schlusssilette. Und dann gab es die verschiedensten Stempelabarten, also diese Schwärzungsabarten. Also jedes Postamt war ja angehalten, das auf jeden Fall zu machen. Und manche hatten es privat gemacht, eingeliefert dann, abgestempelt. Viele dieser Marken sind zurzeit gesucht, aber muss ich sagen, möglichst echt gestempelt.
Theoretisch konnten alle zum Zeitpunkt des Kriegsendes im Dritten Reich postgültigen Marken in dieser Art und Weise aufgebraucht werden. Aber es gab auch genaue Zeiten zur Verwendung. Die Verwendungszeit dieser Provisorien wurde für die OPD Dresden mit 23.05.1945 bis 20.06.1945 festgelegt, für die RPD Chemnitz und die RPD OPD Leipzig mit dem 12. Mai 1945 bis 8.08.1945. Der Briefmarkensammlerverein Zwönitztal 1995 sucht unter der eingeblendeten Telefonnummer den Kontakt zu Sammlern, die im Besitz von sächsischen Schwärzungen sind. Gemeinsam könnte dann ein Tausch- und Erfahrungsaustausch erfolgen. Interessantes fürs Erzgebirge am Dienstag. Die Zahl der ausbildenden Unternehmen im Erzgebirge steigt aktuell wieder an. Aktuell beschäftigen 1.400 Betriebe im Erzgebirgskreis mindestens einen Auszubildenden. Vor einem Jahr waren es noch 1.355 Unternehmen. Die Ausbildungsquote der Betriebe ist damit gegenüber dem Vorjahr auf 13,9% gestiegen. Sven Schulze, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz, sagte dazu: Duale Ausbildung ist wieder gefragt. Regionale Unternehmen suchen Nachwuchs und setzen wieder verstärkt auf Ausbildung. Die Chancen, Heimatnähe mit guten Karrierechancen zu verbinden, sind gewachsen. Eine Ausbildung in einem Beruf mit guten Perspektiven hat den Vorteil, dass man nicht unbedingt die Heimat verlassen muss, sondern auch dort durchstarten kann, wo Familie und Freunde sind. In vielen Unternehmen gehen in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter in Rente. Das eröffnet für Berufseinsteiger gute Perspektiven. Laut jetzt vom Statistischen Landesamt in Kamenz vorgelegten Zahlen gingen im Erzgebirgskreis Mitte 2017 insgesamt 3.257 Beschäftigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit einer Arbeit nach. Das entspricht einem Anteil von 2,8% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Erzgebirgskreis liegt damit unter dem Sachsendurchschnitt von 3,8%. Die Erzgebirgssparkasse konnte 2017 sowohl Anzahl als auch Volumen der finanziellen Begleitung von Existenzgründern gegenüber 2016 verdoppeln. So konnten im vergangenen Jahr 51 Kunden bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit mit insgesamt 4,2 Millionen Euro unterstützt werden. 2016 waren das 23 Existenzgründer mit 2,3 Millionen Euro. Das gab das Kreditinstitut bei einer Pressekonferenz in Annaberg-Buchholz bekannt. Die Stadt Zwönitz wird 2018 in das Gerätehaus der Feuerwehr Brünnlos investieren. Für rund 185.000 Euro soll ein Anbau mit einem weiteren Stellplatz für einen Mannschaftstransportwagen entstehen. Die Arbeiten sollen sich bis ins Jahr 2019 erstrecken. Zum 10. Mal präsentieren die Arbeitsbetriebe der sächsischen Justizvollzugsanstalten auf einem Osterbasar Produkte, die von Gefangenen hergestellt wurden. Die Besucher können Erzeugnisse aus den Eigenbetrieben und den Arbeitstherapien der sächsischen Justizvollzugsanstalten wie bestickte Handtücher, stabile Holzkohlegrills, Holzspielzeug, Osterhasen aus Holz oder Ton und weitere verschiedene Osterartikel erwerben. Viele Artikel können online über die Verkaufsplattform www.gitterladen.de erworben werden. Im Zuge der Bauarbeiten im Auer Rathaus wurde das dortige Trauzimmer neu gestaltet. Wie die Stadtverwaltung Aue mitteilt, nimmt das Standesamt Aue auch die entsprechenden Aufgaben für Schneeberg, Lößnitz und Bad Schlema wahr. Büroräume wurden dafür in der zweiten Etage im Gebäude der Stadtwerke Aue GmbH errichtet. Geheiratet werden kann jedoch weiterhin in den jeweiligen Trauzimmern in allen vier Orten. Der FC Erzgebirge Aue hat im Abstiegskampf drei wichtige Punkte geholt. Am Montagabend bezwangen die Veilchen zum Abschluss des Spieltages in der zweiten Fußball-Bundesliga die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 2:1.
Die Tore für die Gastgeber fielen im Erzgebirgsstadion in der ersten Halbzeit durch Pascal Köpke und Malcolm Kakutalua. Der Anschlusstreffer durch Khaled Narey landete erst kurz vor Spielende im Netz der Aue. Durch den Sieg bleibt der FCE zwar auf einem Abstiegsrelegationsplatz, jetzt aber punktgleich mit Greuther Fürth und nur 3 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 8. Die Schönheider Wölfe haben das erste Playoff-Finalspiel um die Meisterschaft in der Regionalliga Ost verloren. Beim ELV Tornado Nieski unterlag das Team von Coach Sven Schröder vor offiziell 576 Zuschauern im Waldstadion mit 2:4. Am kommenden Samstag um 17 Uhr haben die Wölfe aber die Chance, die Best-of-Three-Serie mit einem Heimsieg im Wolfsbau auszugleichen. Sollte dies gelingen, käme es am Sonntag um 17.30 Uhr in Nieski zum alles entscheidenden dritten Spiel. Am Sonntag hatte der Skiclub Karlsfeld zu seinen 5. offenen Karlsfelder Ortsmeisterschaften im Riesenslalom eingeladen. So, ein Beifall mal hier unten für unseren Rudi Weber, unseren jüngsten Teilnehmer. So, der Rudi. Insgesamt wollten 153 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aus nah und fern am Wettkampf teilnehmen. Startberechtigt waren alle Sportlerinnen und Sportler aus Sportvereinen sowie alle Freunde des Skisports auch ohne Vereinsmitgliedschaft und Startpass. Der Skilift am Hirschkopf bleibt aufgrund der sehr geringen Nachfrage bis Freitag erstmal geschlossen. Gleiches gilt für den Ski- und Funpark. Für das kommende Wochenende ist in Abhängigkeit vom Wetter nochmal Lift- und Loipenbetrieb geplant. Die Langlaufbedingungen rund um Karlsfeld haben sich durch den Neuschnee wieder verbessert. Alle Loipen rund um Karlsfeld wurden am Wochenende frisch gespurt. Die Kammloipe bis kurz vor Mühlleiten. Weitere Infos zu den Wintersportbedingungen, den Veranstaltungen und den Ergebnissen der Karlsfelder Ortsmeisterschaften im Riesenslalom unter www.ski-club-karlsfeld.com. Heute, Tag des Frühlings, und am 21. März ist immer ein Aktionstag, der eigentlich ganz wichtig für uns sein sollte, der Tag des Waldes. Dem wird seit geraumer Zeit immer mehr ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Alleine Sachsenforst, also der Forstbetrieb des Freistaates, ist bestrebt, die Wälder wieder auf Vordermann zu bringen. Waldumbau nennt sich das. Und dabei sollen die vor allem vorherrschenden Fichtenwälder zu einem schönen neuen Mischwald werden. Buche, Eiche und Erle, aber auch Apfelbäume werden zukünftig noch stärker das Waldbild prägen. Werfen wir mal einen kurzen Blick darauf. Der 21. März ist traditionell der Tag des Waldes. Er ist als Reaktion auf die globale Waldvernichtung gedacht, in diesem Jahr unter dem Motto Wälder für nachhaltigere Städte. Wald befindet sich auf knapp einem Drittel der Gesamtfläche Deutschlands. Deutschland zählt damit zu den waldreichsten Ländern innerhalb der Europäischen Union. In Sachsen sind mehr als 27% der Fläche mit Wald und Gehölzen bedeckt, weiß das Statistische Landesamt.
Die grüne Lunge Sachsens ist dabei der Erzgebirgswald. Wie vom Landratsamt in Annaberg-Buchholz zu erfahren war, liegt der Waldanteil im Erzgebirgskreis aktuell bei 46,7%. Das entspricht einer Fläche von 85.392 Hektar. Im Deutschen Wald gibt es insgesamt rund 90 Baum- und Straucharten. Die häufigsten Baumarten sind die Fichte und die Kiefer bei den Nadelbäumen sowie die Buche und die Eiche bei den Laubbäumen. Unser täglicher Blick auf den Veranstaltungskalender. Am 22. März, dem Internationalen Weltwassertag, schlagen Sachsens Heilbäder und Kurorte kräftig Wellen und gehen ab 18 Uhr sogar gemeinsam baden. Die Aktion wurde von einem Studententeam der Fachvertiefung Gesundheitstourismus und SPA an der Berufsakademie Breitenbrunn entwickelt. In enger Kooperation mit dem Sächsischen Heilbäderverband stellten die BA-Studenten ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein gemeinsam mit insgesamt 9 teilnehmenden Kurorten auf die Beine. Mit von der Partie sind Bad Schlema, Warmbad, Thermalbad Wiesenbad, Bad Brambach und Bad Elster, Bad Düben, Bad Lausick, Bad Schandau und der Luftkurort Oberwiesenthal. Neben dem zeitgleichen Sprung ins Wasser am Abend bietet der 22. März in Sachsens Kurortthermen vielseitige Aktivitäten und kulinarische Angebote. Auch Ausstellungen gibt es zum Weltwassertag. Oberwiesenthal stellt seine Sommer- und Gesundheitsangebote an der Freilichtbühne vor. In Thermalbad Wiesenbad zeigt die Therme Kunstwerke von Grundschülern aus Wiesa zum Thema Wasser. Und im Actinon Bad Schlema wird eine Schau mit Relikten des alten Kurbades und des Niederschlema Genesungsheims eröffnet. Die Volkskunstschule des Erzgebirgskreises bietet einen Filzworkshop für Fortgeschrittene sowie einen Schnupperkurs für Filzneulinge in Schwarzenberg an. Der Workshop für Fortgeschrittene findet am 24. März von 10 bis 14 Uhr in den Räumen von Kursleiterin Sabine Schmidt in Schwarzenberg-Bermsgrün statt und kostet 40 Euro pro Teilnehmer zuzüglich der Materialkosten. Filzläuse jeden Alters sind an gleicher Stelle in den Osterferien am 5. April von 17 bis 19 Uhr zur Schnupperstunde eingeladen. Eine Anmeldung unter Telefon 03774 178 673 ist erforderlich. Der Erzgebirgszweigverein Zwickau führt sein traditionelles Frühlingskonzert unter dem Motto »Frigar, wenn de Schwalble kümmer« am 25. März im Saal des Robert-Schumann-Konservatoriums durch. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr, Einlass bereits ab 14 Uhr. Kartenvorverkauf bei der Heimatfreundin Christa Kunig unter Telefon 0375 579 368 und Vorveranstaltungsbeginn. Mitwirkende sind das Kindertanzorchester Kontanz des Robert-Schumann-Konservatoriums unter der Leitung von Michael Fritsch, der Erzgebirgschor Hormersdorf und das Silberzachen-Trio. Am Ostersonntag gibt es in den Zinnkammern Pöhla ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Nach der Einfahrt mit der Grubenbahn, die 14 Uhr beginnt, werden die Besucher fachkundig in die faszinierende Welt des Bergmanns nach Untertage geführt. Sie erfahren mancherlei Geschichten aus der schweren, aber auch erlebnisreichen Tätigkeit unter Tage, hautnah und eindrucksvoll erzählt von gestandenen Bergleuten. Und Berggeist Knuffel, nicht nur ein großer Freund der Kinder, hat diesmal Osterhase gespielt und das eine oder andere Osternest im Berg versteckt. Jetzt kommt es auf den Spürsinn der ganzen Familie an, um fündig zu werden. Und wer genau hinschaut, kann und wird noch mehr entdecken und erleben.
Kartentelefon unter 03774 81078 oder www.zinnkammern.de. Die Veranstaltung dauert ca. 2 bis 2,5 Stunden. Da so eine Ostereiersuche auch hungrig und durstig macht, wartet ein deftiges Bergbrot auf die Besucher, bevor eine Lasershow das Osterspecial in der eindrucksvollen Kulisse des Bergmassivs ausklingen lässt. Das war's für heute. ERZ-TV Kompakt ist am Ende. Wenn Sie wollen, sehen wir uns aber morgen schon wieder, immer ab 20 Uhr und danach zu jeder vollen geraden Stunde hier bei ERZ-TV im Fernsehen oder jederzeit online auf erztv.de und bei Facebook. Genießen Sie den Frühlingsbeginn. Bis morgen. Glück auf.